Hallo, liebe Deutschlernende. Wie viel Deutsch möchtest du dieses Jahr lernen? Ja? Wie weit möchtest du damit kommen, fließend Deutsch zu lernen? Das hängt ganz von dir ab. Das hängt ganz davon ab, wie viel du jeden Tag investierst. Ja? Wenn du jetzt von B1 auf B2 kommen möchtest oder von B2 auf C1 oder noch weiter, das hängt wirklich davon ab, wie viel Zeit du jeden Tag investierst. Je mehr Zeit du investierst, desto weiter wirst du kommen. Ja? Mein Ratschlag ist, mindestens eine halbe Stunde pro Tag zu investieren, wenn nicht gar eine Stunde oder mehr. Und denk daran, dass es einfach ist, die Gewohnheit zu unterbrechen. Ja? Viele Leute machen sich Vorsätze für das nächste Jahr und sie machen das aber nur 2 Wochen lang. Ja? Nach 2 Wochen oder 3 Wochen geben sie auf. Ja, und das ist schade. Ja, ich denke, man sollte die Disziplin haben, um durchzuhalten. Ja, und wenn du wirklich deine Ziele erreichen möchtest, dann musst du durchhalten. Ja, dann kannst du nicht nach 2 Wochen aufgeben. Ja, also ich möchte dich schon jetzt darauf vorbereiten, dass es mit der Zeit schwieriger wird und dass du mit der Zeit in Versuchung kommst, aufzugeben. Aber ich möchte, dass du jetzt dir schon das Ziel setzt, durchzuhalten und dass du vielleicht in deinem Kalender planst, wann du Deutsch lernst. Oder dass du dir einen Wecker stellst. Ja? Stell dir einen Wecker jeden Tag und um diese Zeit lernst du Deutsch. Okay? Und dann klappt das auch mit dem Deutschlernen. Ich wünsche viel Erfolg, du schaffst das und vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen.